Hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Ja, wir befinden uns hier immer noch in den Ebenen, in den Senken, in der Senke. Wir haben hier so viele Monster geplättet, so viele Drachen getötet, so viele Trolle und Orks erschlagen. Aber es gibt hier immer noch was zu tun. Nichtsdestotrotz, wie versprochen, machen wir heute weiter mit der Hauptmission. Und dafür gehen wir mal ans Tor hier. Ja, jetzt ist jetzt nichts mehr. Gut, wir gehen jetzt mal hier ran. Und wie gesagt, Hauptmission. Da müssen wir hin. Sindris Haus. Ja, ich habe in Odins Bibliothek darüber gelesen, wofür das Gjallarhorn gedacht ist. Von einem Gott geblasen, klingt es durch alle Welten und harmonisiert den Raum zwischen ihnen. Liest man es etwa bei Tyrs Tempel, werden alle Weltentürme des Reiches auf einmal geöffnet. Eine ganz schöne Schwachstelle. Warum hat er es nicht einfach zerstört? Manche Artefakte widerstehen der Zerstörung. Tja, wir sollten Freya davon berichten. Das Gjallarhorn öffnet alle neuen Welten. Ziemlich gefährlich, das Ganze. So, jetzt wären wir hier. Ne, warum sollte ich das mit Spielleuten? Keine Ahnung. Ach so, ja, jetzt kommt natürlich diese vier Hirsche, die wir gefunden haben. Hier bei Ratatosk bekommen wir jetzt das Futter für diese vier Hirsche. Gehen dann dahin, ne, ein Weltentor zum nächsten, laufen dann dahin, geben denen das Futter. Und dann ist die Nebenmission mit den vier Hirschen, mit den vier Jahreszeiten auch erledigt. Übrigens, ich trage eine neue Rüstung hier, seht ihr, so ein bisschen Gold. Die habe ich auch dort gefunden in den Senken, und zwar am Wunschbrunnen. Diese Kristalle, die wir gesprengt haben, diese lilanen Steine. Die könnt ihr im Wunschbrunnen oder am Wunschbrunnen ins Wasser schmeißen und bekommt dafür diese Rüstung. Nur mal so, ne? Falls ihr selber spielt und das noch nicht wusstet. Du warst schon immer die Beste. Hey, sagt ihr, sie ist die Beste. Oh, ihr seid zurück. Die Helden der Stunde. Ihr müsst mir alles erzählen. Mach mal später. Also, sobald ihr bereit seid. Genug. Sieh dir das an. Du hast es geschafft. Wie in allen neuen Welten konntest du Heimdall umbringen. Ich wusste, dass unser Speer funktioniert. Tja, frohes Ragnarök allerseits. Trinken wir. Ist das wahr? Heimdall ist tot? Ich kann's nicht glauben. Jetzt hält es nichts mehr auf. Odin war nur zu Frieden bereit, solange nicht mehr Asenblut fließt. Ich habe abgelehnt. Doch er hielt sich daran. Aber jetzt? Jetzt was? Wir wissen beide am besten, dass Odins Versprechen nie von Dauer sind. Und jetzt sind wir im Vorteil. Wir müssen jetzt zuschlagen. Nein. Keiner von euch begreift die Folgen. Odins Rache wird seine einzige Sorge sein. Nicht seine einzige. Die Maske. Welches Wissen sie auch birgt, das ist Odins allergrößtes Bestreben. Wenn ich zurück nach Asgard gehe, zurück. Kann ich... Zurück? Wirklich? Ja. Wenn ich beende, was ich begonnen habe, die Maske erwecke, Antworten finde, ist das vielleicht unser Ausweg. Aber ich muss bald gehen, bevor sie merken, was geschehen ist. Atreus, du bist bei mir. Setz dich nicht wieder Gefahren aus. Er ist ihnen überall ausgesetzt, Kratos. Wir alle. Alles, was wir tun oder lassen, ist gerade gefährlich. Aber Odin braucht mich. Er vertraut mir. Ich bin dort sicher. Aus taktischer Perspektive liege ich falsch? Es gefällt mir gar nicht, aber das wäre der beste Zug. Wenn wir Odin ablenken, verschafft uns das Zeit. Und ein paar Augen im inneren Heiligtum unseres Feindes. Aber falls es wirklich eine Quelle an unendlichem Wissen gibt,
dann darf Odin sie nicht kriegen. Ja, und sobald er hat, was er von dir braucht, habe ich kein Druckmittel. Ich versteh's. Ich pass auf. Vater, ich kann's schaffen. Denk an das Versprechen. Du auch. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch, Sin. Ich will immer noch wissen, wie du es geschafft hast. Du meinst, wie wir es geschafft haben. Ja, richtig gehört. Darin steckt eine Geschichte. Der Pfad, die Maske freischalten, hat begonnen. Was? Geh weg, du bist 12. Okay, ich gehe ja schon weg. Alter. Atreus, hör mal. Ich lass dich nicht zurückgehen ohne das hier. Ein Hammer? Deinen Schlüssel, bitte. Wenn du je einer üblen Situation entkommen musst, wirf das zu Boden und sag Quirky. Klappt nur einmal. Quirky. Danke, Sindri. Hoffe, ich brauche es nicht. Ich auch. Ich auch. Okay. Zurück zu Odin. Gut. Odin sagte, Hugin würde in der Hütte warten. Mimir, sollte ich sonst noch was über Odin wissen? Hat er vielleicht eine Schwachstelle? Wenn ich seine Augenklappe abziehe, löst er sich dann auf? Sicher, Junge, wäre das nicht. Nein. Verzeihung, das kann ich nicht. Ich muss das allein schaffen. Wir werden das schaffen. Und du bist nicht allein, Atreus, wir sind alle bei dir. Auf geht's. Ab zu Hugin und ab zurück. Und dann bin ich mal gespannt, wie Odin über den Tod von Heimdall erpicht ist. Ups. Fan? Du bist zurück! Hey! Ist das dein Wolf? Ah! Hör auf damit! Oh, komme ich ungelegen? Ist er irgendwie danach aus? Ich kann gerne Nein. wieder... Schon gut. Das ist Fenrir. Schon gut, Fan. Sie ist eine... Ich hatte recht mit dem Messer. Du hast einen Platz für seine Seele gefunden. Hab ich. Hey, wie hast du mich gefunden? Loki? Das ist meine Murmel. Und wo willst du jetzt hin? Wieder nach Asgard? Hey, ich benutze ihn. Aha. Ongre Boda, nein. Wenn ich das gemacht habe, dann werde ich alles wissen. Wie ich Vater rette, Ragnarök stoppe und vielleicht, hoffentlich, unser Volk zurückbringe. Loki, das sind alles wirklich edle Absichten. Doch es ist Odin. Du glaubst an mich, oder? Natürlich tue ich das. Ich hoffe nur, die Geschichte, die du schreibst, ist wirklich die, die du willst. Kannst du in der Zwischenzeit noch Fan sehen? Ich pass gut auf ihn auf. Keine Sorge.
dich auf, Loki. Na dann. Oh mein Gott. Na gut. Ich muss nur Odin helfen, die Maske zu vervollständigen, ohne dass er dadurch Antworten kriegt. Kinderspiel. Er ist wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Habt ihr auch das Gefühl, wenn man in einem Spiel alle Charaktere, die man bis dahin kennengelernt hat, noch einmal trifft? Und die Tassen erheben, ein rührender Abschied mit dem Vater, das Wiedersehen mit einer Freundin und mit seinem eigenen Tier. Dass es dann eventuell so langsam Richtung Finale geht, habt ihr auch das Gefühl? Schauen wir, vielleicht haben wir hier noch was Neues drin. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Nehmen den Asenbogen wieder. Wir sind ja jetzt wieder hier, ne? Spezialgegenstände haben wir leider keine. Aber wenigstens haben wir unseren Bogen wieder. Gut. Na dann, ab zu Odin, ab ins Arbeitszimmer. Wenn das wahr ist, warum ist er denn nicht hier? Nur weil jemand nicht da ist, um sich zu verteidigen, ist er nicht gleich schuldig. Das ist doch ungerecht. Hallo, entschuldigt die Störung. Du störst hier überhaupt nicht. Fossetti geht der Sache nach. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Das hoffe ich. Besser du gehst. Warum? Ich bin doch gerade erst wiedergekommen. Wo gehst du eigentlich jetzt hin? Ist gut? Gehst du in dein Zimmer, ja? Geht es um den Tod von Heimdall? Fossetti? Geht der Sache nach? Hast du deine Tür auf? Dann komme ich mit rein. Ich gehe. Okay, das ist ein bisschen aggressiv drauf. Ne? Schlecht gelaunt. Mal hier oben uns umhören. Vielleicht hat hier jemand was über Heimdalls Tod erfahren. Okay, die sollen alle still sein. Es geht also um Heimdall. Ich wusste es. Okay, dann stellen wir uns mal dem Allvater. Gut. Panik bringt nichts. Nutze sie. Ganz genau. Heimdall ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Naja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Thrud hart geschlagen, als wir weg waren. Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerecht. Ich weiß es nicht. Willst du andeuten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Tja, ich musste fragen. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach, wirklich? Ich dachte jenseits des Schreis des kalten Atems. Aber es heißt, des Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los, nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Finde Thor. Hier. Geht nach Niflheim. Freut mich auch. Es klingt. Hey, Ingrid, weißt du vielleicht, wo Thor ist? Ja, dachte ich mir. Findet Thor, ihr geht nach Niflheim? Ja. Klar, gerne. Absolut gerne, ausgerechnet nach Niflheim. Wer weiß, wann ich meine Ausrüstung wieder reparieren kann. Richtig. Richtig. Nichts Schöneres, als nach Niflheim zu gehen.
So. Hm, gut ausgestattet. Wo fange ich an? Spezialgegenstände haben wir nichts, ne? Waffen haben wir nur einen Bogen. Ingrid können wir ja nicht verbessern. Wir können nichts mehr, wir haben alles. Na gut, Freunde, dann suchen wir jetzt mal Tor. Ziemlich toricht, töricht. Ist er bei Sif? Nee, Sif ist immer noch traurig und aggressiv. Ist er bei Srut? Srut ist weg? Wo ist Srut hin? Da ist Srut. Srut, tut mir leid. Allvater sagte, ich soll mit deinem Vater nach Nivelheim gehen. Ich habe ihn hier nirgendwo gesehen. Vielleicht weißt du ja, wo er sein könnte. War er nicht bei Großvater? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Ich, wollte auch mit dir über Heimdall reden. Nein, nicht hier. Du hast recht, später. Dann folgen wir ihr mal. Die Diener tratschen, die Übersetzung ist geil, Diener tratschen. Tratschst du auch? Nein? Okay, hallo Thor. In Hillheim habe ich dir gesagt, dass ich helfen will, deiner Mutter zu erklären, wie wichtig es für dich ist, Valkyrie zu werden. Du sollst wissen, dass ich das ernst meine. Hast du etwa? Und du lebst noch? Ich hab's noch nicht getan, aber ich mach's noch, sobald ich zurück bin. Du hast später noch genug Zeit, ihr zuzusetzen. Danke, Loki. Ach, kein Problem. Gern. Übrigens heiße ich Atreus, aber ja. Waffen sind drin nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Was? Tu es einfach. Komm, hier lang. Wow. Na los, sie werden dich sonst nicht reinlassen. Okay. Lassen die Kinder in die Schenke? Ich frag für einen Freund. Sieh dich um. Er ist sicher hier. Jugendschutz wird hier ganz groß geschrieben. Ganz groß wird das hier geschrieben. Oh, hier komme ich nicht vorbei. Vielleicht so? Dankeschön. Hab dich auch lieb. Ja, du bist ein Prosborn. Ich. Schon gut. Da hockt er doch, der Thor. Hey, Thor. Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein, also wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das. Keine Eile, aber... Genau, wo ich dich vermutet habe. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Was machst du da? Entspannen. Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass wir los müssen. Ja? Wir wollen nicht, dass der Allvater... Ruhe! Er hat recht. Du solltest los. Vater? Tu das nicht. Es ist bereits getan. Jeder soll wissen, der Gott des Donners ist Meister in zwei Dingen. Riesen töten und Mitpissen! Und jedem, der widerspricht, zeige ich Mjölnir. Gesicht zuerst. Das bist nicht du. Thor. Hugin, warte draußen.
bitte, lass uns... Ich sagte, Ruhe, Junge! Mein Name ist... Was? Nein, ich... Oh, kommt schon! Nein, 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 ich schwöre, das war keine... Das gelebt! Oh oh. Oh, wie ich das vermisst hab! Da kann es noch! Alles klar, Freunde. Der war schon da. So. Ich hole die Waffen. Die Waffen habe ich doch schon hier, Strut. Hi, Freunde. So. Wir prügeln uns hier halt mal durch die Kneipe. Erstmal wieder reinkommen. Andreas Kampf geschickt. Wie Glück. Danke. So, wer noch? Au. Viel zu viel. Ist das dein Ernst? Alter! Na, komm mal her, mein Freund. Danke, Freund. Ich bin. Danke, Freund. Ich nehme mal kurz Gesundheit ein bisschen mit, ne? Weil wir müssen uns noch zur Tür durchprügeln. Ich habe keinen Bogen, ne? Oder mein Köcher fehlt noch. Wo ist denn mein Köcher? Kann ich hier drüber, schade. Gut, folgen wir Strut. Oh nein. Danke, Strut. Danke, Tor. Ingrid? Ja, ja, deine Mutter. Wieso bist du nicht bewusstlos? Okay, das wären viele, aber macht nichts. Wir sind verdammt schnell unterwegs hier. So, Ingrid, bitte den. Okay, ich mach das schon. Leute. Eine schöne Kneipenschlägerei hier. Okay. Jetzt schieß! Wird das Odin nicht Danke. Machen? Die Einhellier sind tot. Sie sterben nicht nochmal. Danke. Ups. Oh oh. Wer bist du denn? Ich bin. Oh Gott, ich bin auch so runtergekommen! Lass mich los! Ah, ist das Sauron?
Ich dachte, Sauron ist tot. So. Das war Mjölnir. Gesicht zuerst, hat er ja gesagt. Was, wenn du wieder anfängst? Sofort, stell den einfach... Ups. Nimm seine Arme, bringen wir ihn weg. Guter Kampf. War ein guter Kampf, ja. Ja. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, ist schon gut. Wirklich. Na komm mal mit, Thor. Hast du auch schon bessere Zeiten erlebt? Willst du Mjölnir mitnehmen eigentlich? Hey, ich bin stark, aber du musst mir hier mal helfen. Ups. Der lebt doch noch, ne? Dort. Komm schon, es ist nicht weit. Ja, ich beeil mich ja. Oh, der hat auch ziemlich mit sich zu kämpfen hier. Der auch. Alter, haben wir hier aufgeräumt. Meine Güte, ey. Na komm, noch ein paar Meter, komm schon, Thor. Du bist doch Gott des Donners, du wirst doch nicht von ein bisschen Met schlapp machen hier, oder? So, jetzt wartet bestimmt Odin, oder? Wenn das so hell ist hier. Nein, doch nicht. So, frische Luft tut gut, Thor. Ruh dich aus, komm zu dir. Thor? Steh auf. Du gehst jetzt nach Niflheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat dich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Wir haben Mist gebaut. Ja, sehr großen Mist. Soll ich dir etwas Wasser bringen? Mir geht's gut. Hogan! Bring dir es hinter uns. Schnell zurück nach Asgard? Bring uns einfach zu diesem Maskenteil. Okay. Machen wir in der nächsten Folge. Also, dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.